Und willkommen zu Minecraft Seed-Test. Ich habe mir wieder einen Seed ausgesucht. Und diesmal verspricht die Beschreibung eine Pirateninsel. Es fängt schon mal negativ an. 6, 1, 3, 7, 5, 6, 5, 3, 0, 3, 1, 9, 9, 7, 9, 5, 0, 7. Mal gucken, ob ich mich auch nicht vertippt habe. 6, 1, 3, 7, 5, 6, 5, 3, 0, 3, 1, 9, 9, 7, 9, 5, 0, 7. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich bin gespannt. So, eine Pirateninsel sagen. Ja. Also gut, das hier ist keine Pirateninsel, aber das kann man als Pirateninsel durchgehen lassen. Arr. Woran erkennt man einen schlechten Piraten? An einem Schiffswrack. Genau. Ein guter Pirat sollte eigentlich ein Schiff haben, mit dem er fahren kann. Aber sieht stylisch aus. Ein Schiffswrack gleich auf dem Dorf. Das sieht toll aus. Das gefällt mir. Hier haben wir gleich einen Kirchturm, welcher für unser Signalfeuer taugt und in welchem wir auch einen Braustand finden. Jawohl. So, und wir sitzen auf einer Insel. Wenn wir die gut ausleuchten, ist sie mehr oder weniger monstersicher. Außer natürlich Zombie-Invasionen beim Dorf. Auch gleich noch ein Schiffswrack und Korallen. Ich finde ja to Korallen toll. Guckt euch das an, wenn man hier unter Wasser lang taucht. Das sieht einfach toll aus. Und mit den richtigen Shadern. Wow, fantastisch. Noch ein Schiffswrack, wie es sich für eine Pirateninsel gehört. Damit kann ich leben. So, jetzt ist aber die Frage, gibt es denn hier irgendwas, was gute Piraten plündern können? Weil was ist ein Pirat, wenn er nicht plündern kann? Ein Schiffswrack, gut, da gibt es bestimmt vergrabene Schätze. So, weil Piraten können ja ihre Plünderbeute nicht selber zur Bank bringen. Da ist noch ein Schiffswrack. Gut versteckt. Jetzt kommen wir zu einer Wüste. Ja, hier sitzen die Piraten dann auf dem Trockenen. Und kommt mir jetzt nicht hier mit Piratenwitzen. Warum fahren sie immer im Kreis? Oder warum können sie nicht im Kreis fahren? Weil sie Piraten müssen. Ja, ich weiß. So, ich sehe eine Schlucht, eine kreuzförmige Schlucht. Da gibt es dann natürlich genug Eisen. Oh, mehr als genug Eisen. Mehr als genug Eisen. Super. Gut, für Rohstoff ist gesorgt. Ich finde aber immer noch nichts, was ich plündern könnte. Doch da. Ein Wüstentempel. Naja, gut. Besser als nichts. In der letzten Folge war der Wüstentempel die einzige Attraktion der Map. Hier haben wir schon mal ein bisschen mehr. Ein großer Sumpf, um Slimes zu jagen, bei Vollmond. Ja. So, aber ohne Hexenhaus. Aber mit Schafen. So. Wir gucken mal in der Richtung jetzt. Ein Stück höher fliegen, dass der Computer mehr zu rechnen hat. Eine Ebene. Ja, Ebenen. Ich finde sie gut, weil da kann man schön Blumen sammeln, die man ja für Suspicious Dew braucht. Und vor allem, wenn man Platz braucht zum Bauen.
Zwar bin ich immer der, der seine Bogen irgendwo aus dem Felsen rausschlägt, aber es hat natürlich Vorteile, wenn man auf einer Ebene mit Bauen anfangen kann. So, was schält sich jetzt hier aus der Java Engine raus? Oh, sieht interessant aus. Kleines Gebirge, bisschen Sumpf, paar Dark Oaks. Ja, damit kann ich leben. Jetzt brauche ich bloß noch ein Dorf, was geplündert werden kann. Gibt es eigentlich Gebirgsdörfer? Also es gibt ja spezielle Tundra- und Savannendörfer und so. Ich habe doch kein Gebirgsdorf gesehen. Da könnten so ein paar, weiß ich nicht, ähnlich so mit Tibeterkleidung, paar Lamas dazu statt Kühen. Ja, wobei, Lama sind ja Südamerika und nicht Tibet. Die haben ja, wie heißen die Dinger? Yaks. So, hier für Pollenallergiker jede Menge Birken. Sehr gut. Und jetzt kommen wir wieder aufs Meer mit kleinen Inseln. Ah, da ist eine Unterwasserstruktur. Sehr gut. Was ist das da? Ach so, da war der Schiffswrack. Wir haben ja eine Unterwasserstruktur zu sehen. Da ist sie. Mit Ersoffenen, mit Kiste, mit Abenteuern. Jawohl. Noch ein Schiffswrack. Noch ein Sumpf. Jetzt wird es aber langsam mal Zeit, dass wir ein Dorf finden. Also klar, ein Dorf haben wir, aber das wird ja nicht geplündert. Jetzt ist unser eigenes Dorf. Aber ansonsten sieht die Umgebung. Ah ja. Muss man weite Strecken zurücklegen, wenn man hier was entdecken will. Ja, holla. Hallihallo. Ah, sieht auch gut aus. Also was die Landschaften angeht, hat ja Minecraft eine Menge drauf. Da ist wieder ein Schiffswrack. Aber mir fehlen jetzt... Ah, unser Startpunkt, genau. Gute Korallen, ja. Noch ein Schiffswrack. Also mit Schiffswracks kann man hier um sich werfen. Wie sich für gute Piraten gehört. Aber ansonsten hat die Map nicht viel zu bieten. Es ist eine sehr wasserorientierte Map. Also denke ich mal. Ja, hier ist noch eins. Wenn man jetzt noch ein Ozeanmonument hat, dann kann man hier eine schöne Wassermap draus machen. Ist das so ein. Ah ja, das ist ein Unterwassermonument auf dem Land. Zwei sogar. Mit Kiste und mit Kiste. Sehr gut. Ist zur Kenntnis genommen, wird wohlwollend vermerkt. Ansonsten gibt es hier Wracks, Wracks, Wracks und natürlich die malerischen Korallen. Oh, farbenfroh. Guckt euch das an. Dafür bin ich immer zu begeistern. So, aber ansonsten, ja. War es das schon fast? Eine Unterwasserschlucht? Ja.
Die nehme ich gerne mit. Jede Menge Rohstoffe, Eisen, wie es sich für eine amtliche Schlucht so geziemt. Was ist das? Ach so, die blaue Koralle und natürlich ein Schiffswrack. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, kehren wir langsam wieder um in Richtung Heimat. Denn wie es aussieht, finden wir hier kein Unterwassermonument. Da darf man dann schon eine Weile länger suchen. Hat aber auch Vorteile, dann wird es nicht zu schnell langweilig. So. Der Kompass weist uns den Weg nach Hause. Wir schauen uns nochmal unser Dorf an. Mit dem Schiffswrack da drin. Ich finde es eigentlich schön. Vom Design her. Zum Bauen muss man ein bisschen weiter weggehen. Aber damit komme ich zurecht. Das ist ein schönes kleines Inseldorf. So, und jetzt Game Mode Spectator und runter hier. Welche Abenteuer erwarten uns im Keller? Da erwarten uns vor allem Wasser und gleich um die Ecke eine fette unterirdische Mine. Die Wände hier, das dürfte die Unterwasserschlucht sein. Ja, holla. Ihr seht auch schon die vielen Wasserflächen. Ja, das lohnt sich. Oh, da unten ist Zombie-Party. Aber Gold gibt's auch. Creeper Party ist angesagt. Ah, wunderbar. Bin ich zufrieden mit. Kann man mit leben, kann man eine Menge Abenteuer finden. Quatsch, erfinden. Entdecken. Bestehen. Was sind das denn für Säulen? Ach so, das sind bloß die Kanten von den Steinen. Okay. Ja, würde ich sagen. Wer viel Wasser mag, der wird mit dieser Map bestimmt glücklich. Man hat gleich ein Dorf am Start. Man hat jede Menge Schiffswracks, kann schön tauchen. Aber halt keine großen Landmassen. Außer natürlich, man geht etwas weiter weg. Und deshalb sage ich, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch eine Nummer einfällt, die ich mir mal ansehen sollte, lasst es mich wissen. Und bis dahin sage ich, macht's gut und see you later.